Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Gelegenheit. Bei so einem globalen Thema bin ich ganz entzückt, dass auch also das globale Denken und das lokale Handeln eine Rolle spielen. Vorhin ist gesagt worden, der Aufstand gegen diese Überwachung und gegen diese Repressionsmaßnahmen ist noch nicht groß genug. Da stelle ich mir zu pessimistisch. Ich möchte darauf hinweisen, das Bündnis Demokratie statt Überwachung gibt es seit weniger als 2 Jahren. Oder? Ja. Dann war ich kürzlich auf einer Veranstaltung von Rechtsanwälten in Köln gegen Totalüberwachung. Dann war ich in diesem Jahr auch auf einer Veranstaltung Neue Stuttgarter Abendgespräche, wie durch Zufall abgekürzt NSA. Das sind alles Initiativen, die in den letzten 2, 3 Jahren entstanden sind. Also der Widerstand wächst, um an dieser Stelle auch mal ein bisschen Mut zu machen. Jetzt zu die Datenschützer Rhein-Main. Woher kommen wir? Im Jahr 2010 haben wir eine Bürgerrechtsgruppe gegründet, hauptsächlich weil wir uns an der Volkszählung gestoßen haben. Außerdem, es gab jede Menge Fragen zu der Volkszählung, aber keinen Adressaten, an dem wir die ordentlich richten konnten. Und jetzt haben wir versucht, uns in einer Bürgerinitiative selbst schlau zu machen. Zunächst hießen wir 11 gegen Zensus 11. Wir hatten so die Idee, dass wir 11 Kläger sammeln, die gegen die Volkszählung vorgehen. Es sind ein paar Kläger zusammengekommen, aber 11 haben wir nicht geschafft. Als die Volkszählungsgeschichte rum war, haben wir dann in 2012 entschieden, wir beackern weitere Datenschutzthemen. Volkszählung ist nicht das einzige Datenschutzthema, das uns berührt. Und da kam relativ schnell das Thema elektronische Gesundheitskarte. Warum muss da eigentlich ein Foto eingesandt werden? Aber auch, was steckt da alles dahinter in den Funktionalitäten, die da geplant und beabsichtigt sind. Und wir haben relativ intensiv gearbeitet an der Videoüberwachung in Frankfurt am Main. Im September, also jetzt genau vor 3 Jahren, haben wir uns dann umbenannt in die Datenschützer Rhein-Main. Wir sind eine Bürgerinitiative, wir suchen den Kontakt zu Politik, Ortsbeiräten, Stadtverordnetenversammlungen und dem Hessischen Landtag. Ich habe gerade vorgestern hier schon im Hessischen Landtag gesessen und bei einer Anhörung mitgewirkt über die sogenannten Bodycams, also die Schulterkameras von Polizisten. Interessanterweise, das Gesetzgebungswerk war irrsinnig groß und trotzdem war die Mehrzahl der Zeit die Diskussion um diese Bodycams dann auch entbrannt. Hat großen Spaß gemacht, auf die ganzen Risiken hinzuweisen. Wir machen in Presse und Rundfunk aufmerksam auf die Datenschutzmissstände im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. Wir pflegen einen guten Kontakt zum Hessischen Datenschutzbeauftragten, weil wir auch eine Masseneingabe gemacht haben im letzten Jahr, 369 Standorte allein in Frankfurt, wo aus unserer Sicht rechtswidrige Videoüberwachung vornehmlich durch private Stellen stattfindet. Und insgesamt betroffen sind über 800 einzelne Videokameras. Und der Hessische Datenschutzbeauftragte gibt uns bei jedem einzelnen Fall Rückmeldung, wenn er entweder bewirkt hat, dass die Kamera abgebaut wurde oder dass sie so neu ausgerichtet wurde, dass die Überwachung jetzt nicht mehr rechtswidrig ist, nämlich nicht mehr in den öffentlichen Raum hineinragt. Wir halten einen freundlichen Kontakt zu den behördlichen Datenschutzbeauftragten der Stadt Frankfurt am Main. Da ist ein Auskunftsersuchen anhängig und er wird uns auch in diesem Jahr noch besuchen in unseren Gruppentreffen. Wir vertiefen Themen in öffentlichen Workshops, zuletzt im Januar 2015 zum E-Health-Gesetz, also die Fortsetzung zum Thema elektronische Gesundheitskarte und was da alles dahinter steckt. Wir machen Videospaziergänge durch Frankfurts überwachter Mitte. Also wir zeigen den Leuten auch diese Videoüberwachung, die wir festgestellt haben, um sie darauf aufmerksam zu machen, das ist jetzt neuerdings rechtmäßig. Die alte Oper, die hat eine Domkamera und da ist jetzt ein Kondom drüber gezogen, sodass das jetzt die Videoüberwachung dort rechtmäßig ist. In anderen Stellen, auf dem ganzen Weg finden wir auch noch zahlreiche rechtswidrige Videoüberwachung, weil der Hessische Datenschutzbeauftragte mit diesen vielen Eingaben gar nicht hinterherkommt. Wir wissen, wenn wir das in diesem und im nächsten Jahr noch anbieten, wir werden diese rechtswidrigen Zustände immer noch vorfinden und vorführen können. Wir sind Ansprechpartner für alle Bürger, die sich mit Datenschutzfragen an uns wenden. Und das ist auch eine wachsende Geschichte. Unsere Themenbereiche. Wir fordern ein unabhängiges Frankfurter Datenschutzbüro. Wer heute sich in Frankfurt
aufregt über irgendeine Datenschutzverletzung, sei es, dass ihm beim Lidl in die Tasche geguckt werden sollte und massenhaft die Bürger das auch zulassen, aber er sich dagegen wehrt, hat er keinen Ansprechpartner. Er müsste nach Hause gehen, einen Brief schreiben an den Datenschutzbeauftragten. Das ist ein Mädchenbruch aus unserer Sicht. Meiner Meinung nach müsste auch die Kommune entsprechende Datenschutzbüros zur Verfügung stellen. Weniger Videoüberwachung, Beschäftigtendatenschutz, elektronische Gesundheitskarte und so weiter. Die Themenlisten können Sie hier vorgeführt sehen. Neues Thema für uns ist, dass politisch immer intensiver diskutiert wird, das Bargeld abzuschaffen, ist für uns auch ein Datenschutzthema. Denn nur noch nachkontrollierbar, dort wo Spuren hinterlassen wird, Zahlungen getätigt werden kann, kann das nicht sein. Dann ist natürlich auch das BND-Thema, NSA-Thema für uns relevant, aber wir leben das hauptsächlich dadurch aus, dass wir Demokratie statt Überwachung und Darmstadt unterstützen. So. Zu wem gehören wir? Wir sind überparteilich, finanzieren uns selbst durch Spenden und zurzeit haben wir noch nicht mal eine Mitgliedsform, sodass Mitgliedsbeiträge noch keine Rolle spielen. Gehören zum Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, dem fühlen wir uns besonders nahe und verpflichtet. Und gehen Bündnisse ein, Stopp die E-Card ist eins, Demokratie statt Überwachung ist eins und zurzeit auch Frankfurt gegen TTIP etc. Wohin soll es gehen? Wir sagen ja zu abhörfreundlichen Kommunikationsnetzen, frei zugänglich leicht gemachter Verschlüsselungssoftware zum Schutz der privaten Kommunikation. Wir wollen überwachungsfrei im öffentlichen Raum spazieren gehen, was meiner Meinung nach eine Selbstverständlichkeit ist und ganz merkwürdig ist, dass man dafür kämpfen muss. Zum Whistleblower-Gesetz, das auch Edward Snowden Schutz vor staatlicher Verfolgung in Deutschland hat. Wir sagen ja zur Beibehaltung des anonymisierten Bargeldverkehrs und zur Schaffung eines unabhängigen Datenschutzbüros, das ist in der anderen Themenliste schon genannt worden. Unsere nächsten Treffen sind am kommenden Montag und am 12. Oktober. Die Kontaktdaten sind hier. Wer so einen Zettel auf seinem Platz vorgefunden hat, kann die Kontaktdaten sich auch selbst zu Gemüte führen. Am Büchertisch sind auch diese Zettel ausgelegt. Ich bedanke mich für die nette Aufmerksamkeit.